Kerakerato, Kerakerato, Kerakerato. Willkommen bei Yo-Kai Watch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yo-Kai Watch. Ich befinde mich immer noch in der Schule von Lenzhausen und wir hatten ja gerade einen Yo-Kai gefunden an einem Klavier. Ich habe mich entschieden, aber vorher noch mal ein bisschen hier Yo-Kai zu farmen. Hab allerdings nicht wirklich was fangen können. Hab aber einen Yo-Kai ausgetauscht. Weil ich die Frostina so süß finde, habe ich die Frostina reingenommen. Wie wir sehen können, bin ich schon ein bisschen vorangestiegen, was das Level angeht. Also Komajiro ist schon Stufe 33 und Jibanyan jetzt Stufe 31 und so weiter und so fort. Und so Frostina ist halt auch ein... Jetzt wird's interessanter, denn hier kommt Charmanter. Ein Charmanter Yokai und das passt deswegen ganz gut ins Team mit Jibanyan und Komajiro und naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mich ums Klavier kümmern und dann schauen wir mal, was da sonst noch alles auf uns zukommt. Hier scheint sich wohl jemand eingenistet zu haben. Wer bist du denn? Wer spielt denn hier Klavier? Aha. Ein verkannter Pianist? Ein Pistoleros? Dann wollen wir doch mal mit ihm reden. Das schlecht gespielte Klavier, eins der 7 Mysterien der Schule. Was machst du denn da, Freddy? Oh, Honey, ich bin nur zufällig drauf gestoßen, aber... dass das Klavier von selbst spielt, ich dachte, vielleicht ist da irgendein Mechanismus drin oder so. Aber so schlecht würde kein Mensch eine Maschine spielen, außer sie wäre kaputt. Verzeihung, schönes Fräulein. Könntest du etwas gegen diesen Jungen da tun? Ich versuche, Klavier zu üben und seine unnötige Kritik lenkt mich ab. Ich habe ihn nur hergebracht, damit er hingerissene weibliche Fans nachahmt. Im Nachhinein betrachtet hätte ich wohl eher dich herbringen sollen. Dann wäre ich die Deprimierte. Komm, Freddy, lass uns aufs Dach. Bear und Nathan warten schon auf uns. Ich brauche noch etwas mehr Zeit mit diesem Klavier. Ich treffe euch oben. Okay, dann... Ich hab's. Oh, so ein Genie. Ich muss ihn einfach nur mit perfektem Klavierspiel beglücken, richtig? Süßes Fräulein, könntest du bitte meine Noten aus der Bibliothek holen? Damit kann ich eure Ohren mit einem wunderschönen Lied bezaubern. Und dieser Kritiker sollte zufrieden genug sein, um mich in Ruhe zu lassen. Okay. Na dann, Honey, machen wir einfach, worum er uns gebeten hat. Freddy sieht nicht so aus, als würde er diesen Ort bald verlassen. Okay, lass uns gehen. Gut, Bibliothek. Kein Problem. Das Herumgerenne bin ich ja inzwischen gewöhnt. Gott, das ist so eine riesige Schule. Was ist darüber? Okay, dann hier aufmachen. Dann, Nein, 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 nein. Danke. Hier noch aufmachen. Und dann muss ich hier rein. Und dann sind hier die Noten. Ein Blatt Klaviernoten. Gut, dass ich so gezielt auf das richtige Regal zugelaufen bin und zwischen all den Büchern die Noten gefunden habe. Gibt ja auch nicht genügend andere Regale hier, die eventuell auch hätten Ziel sein können. Manchmal bin ich schon sehr dankbar über diese Questmarker. Da, 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 da. So, hallo. Oh, wenn das nicht das schöne Fräulein ist, hast du zufällig meine Noten? Sind sie das hier? Bitte fein. Oh mein, oh mein, oh mein. Oh, wie bist du nur so ein umwerfendes Fräulein? Gestatte mir, dich mit einer Darbietung zu verzaubern, die deiner würdig ist. Nochmal, nochmal. Oh, das war gar nicht so schlecht. Das war sogar ziemlich gut. Oh, noch eine perfekte Darbietung. Dafür würde ich alles geben. Sieht aus, als gäbe es das schlecht gespielte Klavier nicht mehr. Irgendwas muss zeitweilig die Mechanik verklebt haben oder so. Da wir dieses Mysterium jetzt gelöst haben, ist es Zeit, aufs Dach zu gehen. Freddy ist so dumm, ey. Sorry, aber... Freddy scheint endlich zufrieden zu sein. Wir sollten jetzt Nathan suchen. Auf jeden Fall. Ah, du verlässt mich schon, schönes Fräulein. Och, genau wie die anderen. Die Tür ist offen, aber ich bereue zutiefst Abschied nehmen zu müssen. Leider muss ich weiter üben für diejenigen, die eines Tages bleiben wird. Oh, wie praktisch. Bitte komm doch bald wieder, mein liebes Fräulein. Bitte sei diejenige.
Wenn du mein Yokai-Freund wirst, dann vielleicht ja. Ich habe das Verlangen, diese Tasten unter meinen Fingern zu spüren. Besuch mich bitte von Zeit zu Zeit, ja? Nein. So, dann können wir hier weiter. Cool. Und da ist schon wieder so eine kleine Frostdame. Die ist so süß. Ich habe nämlich auch eine kleine Frostdame hier im Team, aber die wird uns jetzt wahrscheinlich hier gar nicht so viel weiterbringen. Also bleiben wir bei meinem... Jibanyan! Jibanyan kann mich Feuerattacken und die sollst du bitte auf Frostina setzen. Danke. Dann nicht auf die Frostina, sondern auf die da. Denn die blockt gerade nicht. Ach, Jibanyan, mach Feuerattacken. Komm schon. Aua, Schneesturm. Jetzt bitte auf die da. Komm schon. Jawoll. Genau das wollte ich sehen. Juhu. Geschafft. Nein, mein Knuffi-Wuffi wurde beseelt. Nein, 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 nein. Oh. Job's done. Oh, Frostina freut sich so, sie so. Hopp, hopp, job, job. Arigato. 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 Süß. Wie sie sich verbeugt. Yay, Level 28. Rasu-Reis. Reis. Das ist ja gar kein Eis. Es ist Reis. Ich habe mir gedacht, das wäre Eis. Hier sollen wir ja hin. Ich dachte, wir wollten auf... Ach, wir sollen ja Nelson suchen. Aufs Dach geht's nämlich nicht dahin. Kommen wir hier weiter? Erstmal möchte ich mich auf jeden Fall hier umgucken. Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Schatztruhen. Ah, da ist zum Beispiel einer. Und natürlich eine Gris Gramba. Nee, ein Cobra-Motz. Cobra-Motzi-Motz-Motz. Oh, komm schon. Ach, das war jetzt richtig, oder was? Aha. Jawohl, ja. Komm, Chiro, los geht's. Aua. Gewitterfront. Gewitter, ist das hier nice? Los, komm schon. Finische. Die daneben. Seriously? Dann macht mal dieses Team hier weiter. Bams. Schneesturm. Wow, Frostina macht ganz schön Schaden. Hält aber nichts aus. Um die muss ich mich dann wohl immer brav kümmern. Na dann. Weiter geht's im Kontext. Was gibt's hier Schönes? Helfershelfer Spezial. Alles klar. Das ist dann für Yukai, die wieder so ein bisschen auf Hilfe geskillt sind, ne? Hier gibt es keine Schatztruhen. Hier sind nur noch mehr Toiletten. Auf die Jugendtoilette kann ich ja nicht. Hier ist noch ein Yukai, aber ich muss auch nicht immer gegen alle kämpfen. Nein. So, weiter nach unten. Nathan? Nathan? Oh, die Dinger, die habe ich selten gesehen bis jetzt. Ich habe jetzt ja ganz schön viel hier gegrindet gegen Yokai, aber den Sushiyama habe ich nicht so oft gesehen bis jetzt. Schrimpi, 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 Dings. Wie wär's denn mit Nudeln allerlei? Vielleicht mag er die ja. Naja, nicht so direkt. Arigato. Na dann. Wollen wir die mal ulten. Die Banyan? Aua. Los, die Banyan. Herz des Zorns. So viel Schaden machen die gar nicht. Ich glaube, wir müssen Jibanyan doch mal fusionieren. Man kann ihn doch, glaube ich, mit so einem Grobian fusionieren, oder? Lass mal gucken, dass wir das hinkriegen. Sushiyama nähert sich uns. Deine Stärke gebührt Erfurt. Ich biete mich dir als Gefolgsmann an. Okay, komm her. Sushiyama. Genau, Sushiyama. Weil anders klingende Stimme der Synchronsprecher auch nicht auf die Reihe kriegt. Ah, das ist auch ein offensiver Yokai. Sieht ja auch schon so aus. Offensiv, offensichtlich. Dann gehen wir mal hier rein. Denn da habe ich eine Truhe gesehen. Meins? Bittere Medizin zum Wiederbeleben. Sehr gut. Ah, das ist hier die Krankenstation. Gott, das ist alles so detailliert in diesem Spiel. Das ist so wunderschön gemacht. Hat sich jemand so viel Mühe gegeben. Ja, okay.
Ah, hier können wir nochmal speichern. Sollten wir vielleicht auch tun. Ja, ich trage mal kurz was ins Tagebuch ein. Ja, danke. Sicher, sicher? Nein, eigentlich jetzt gerade nicht. Ich spüre eine extrem starke Aura von hier drinnen ausgehen. Bist du bereit? Natürlich. Oh, oh. Starke Aura heißt Bossgegner? Nathan? Lass uns spielen. Diese Stimme schon wieder. Zeit zum Spielen. Ah! Ah! Oh! Zeit zum Spielen. Da kommt ja Honey. Die gefährte Riesenspinne. Scheiße. Daran, Tutol. Heiliger Bossgegner. Immer aufs Gesicht. Müssen die Beine auf den Rücken. Können auf die Beine angreifen. Alles klar. Ich hau mal gerade meine Ultis raus. Gifttrank. Nee! Die Banyan! Die Banyan! Okay, das ist schon mal hingehauen. Dann müssen wir hier mal auf Reinigen gehen. Schnell. Gereinigt. Und dann setzen wir mal die Ulti-Seele von unserer Frostina ein. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Aua! Pfui! Hau raus! Eisige Dusche! Ah, ist das süß! Oh, ich liebe die. Da muss ich Fanart zu malen. Jetzt brauche ich, hier. Frostina wird jetzt geheilt. Jetzt die Ulti-Seele von meinem Hybrida. Komm schon! Ich weiß nicht, irgendwie müssen wir ihn dazu bringen, dass er vielleicht von der Decke fällt oder so. Wie kriegen wir das hin, dass das Ding von der Decke fällt? Ja, wenn wir oft genug auf die Pfoten gehen. Genau, wenn die Pfoten kaputt gehen. Wenn die kaputt gehen, dann muss er von der Decke fallen. Und dann können wir ihn richtig angreifen. Weil ich habe nämlich gerade vorhin gesehen, dass er da so ein Ding am Bauch hat. Und ich wette, da müssen wir ran. Ja, Komajiro ist selber ein Blitztyp. Es ist dem ziemlich Latte, was du machst. Okay, das denke ich. Ja, die Quote ist schon mal kaputt. Dann geht auf die da bitte. Na, Komajiro ist. Wieso? Weil wir halten? Achso, Komajiro hat die passive Heilung noch von unserem Knuffi-Wuffi. Großartig. Komm schon. Inkompetent. Okay. Schön sauber machen. Wunderbar. Nehmen wir mal jetzt wieder hier auf unseren Heiler zurück, weil Knuffi Wuffi muss gerade mal ein bisschen Jibanyan und Komajiro hochheilen. Und dann wieder am besten verzaubern. Ja, nice. Okay. Warte. Da rein. Richtig. Okay, und jetzt kommt hier unser Darumacho. El Macho. Hau drauf. Los jetzt. Zeig, was du kannst. Komm schon, Draufgänger. Bamsen. Nice. Okay, Jibanyan ist auch dran. Komm schon. Und jetzt mein Offensivteam. Können wir da nicht vielleicht irgendwie was geben, was Abwehr, Geistesstärke, Stärke erhöht? Und zwar meinen Hybrida. Man kann so ein bisschen Power raushauen. Komm schon, zeig, was du kannst. Jawoll, richtig schön. Rostina macht Schneesturm, der macht richtig guten Schaden. Majiro beseelt sich erstmal wieder und gibt sich Tempo. Sehr gut. Wir haben immer noch eine charmante Einheit. Nein! Wow, okay, das bedeutet, wir müssen wieder voll auf die Füße gehen. Okay, wir müssen. Knuffi Wuffi muss unter hier wieder Massenbeseelung ranhauen. Ah, oh, na gut, dann machen wir es mal so. Genau, beseel bitte alle Knuffi Wuffi, damit sie natürliche Lebenspunkte Regeneration haben.
Das musst du mit Komajiro auch noch machen. So, jetzt haut schön auf die Beine. Feuer! Wunderbar. Okay, und jetzt auf den Fuß, bitte. Spinnenseide. Nee, 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 nee. Mann, ey. Was fällt dir ein, du widerliches Schwabbelding? Sehr gut. Ah, macht immer Blitzlicht auf Komajiro. Das bringt halt nicht sonderlich viel. Los, Komajiro, gib mir der Front! Sehr gut. Knuffi, Wuffi, du kannst mal wieder Regenerations... Wow, seriously. Gut, dass ich in meinem Team noch ein bisschen... Knuffi, Wuffi wieder, damit wir schnell hier... Komm schon! Ich glaube, so schnell ich kann. Chaps dann. Oh nein, Komajiro wurde auch eingesperrt. Nur wie würde man die Hybridritter mal heilen? Kannst du bitte? Ich dachte, wir schaffen das jetzt noch. Der Romacho weicht einfach aus, voll gut. So, jetzt aber. Das hintere Bein bitte noch. Seriously. Bist du ein nerviger Gegner. Knuffi Wuffi ist wieder ready. Das hier ist immer noch am einfachsten. Darumacho ist wieder ready. Ja, Frostina kann auch ausweichen. Schneesturm, sehr gut. Moment, wartet mal kurz. Wo war jetzt hier diese Dingens-Cola? Die Y-Cola, why not? Habe ich keine mehr? LP, 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 LP. Ja, es fühlt... Ich habe nichts aus der Seelenanzeige. Doch, hier. Freund geben. Und zwar... Bitte, Komajiro. So, wir setzen jetzt erstmal die Ulti ein. Und machen diese eklige Ekelspinne da platt. Die Banyan! Los! Tatzen des Zorns! Ausgezeichnet! Und auch du, Komajiro. Gut, Blitzattacken bringen wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber wir haben ja schon die Hälfte Lebenspunkte abgezogen und es ist nicht knapp oder so, also... Ja, das macht nicht so viel Schaden, das habe ich mir fast gedacht. So, mal gucken, ob wir Frostina noch durchkriegen, ehe die Spinne wieder nach oben krabbelt. Frostina! Jawohl, eisige Dusche! Ja, das ist mein angriffsstärkstes Team gerade. Sehr gut. Richtig schöner Schaden. Großartig. Dorumacho! Wo der zuhaut, da wächst kein Gras. Ach, igitt, jetzt geht das schon wieder los. So, dann kann Knuffi Wuffi mal wieder bitte beseelen. Okay, und wir gehen alle auf den hinteren Fuß da bitte erstmal. Knuffi Wuffi, beseel mal bitte das Team. Das ist ein Hybridritter, ey, dem, das ist ja, der ist ja klasse. Sehr schön. Jawoll! Knuffi-Wuffi, rockt. Ach, das ist doch gemein, dass er immer meinen Heiler disabled. Und diese Hunde da draußen gehen mir immer auf den Sack. Das sind unsere Nachbarn, die so null unter Kontrolle haben. Das ist einfach furchtbar. Das ist bestimmt so ein Doppelmann, der sich mit sich selber streitet. Oh nein, wir müssen seine Ulti unterbrechen. Nein, zu spät. Oh oh. Oh, das hat voll nicht wehgetan. Noob. Oh. Oh, come on. Darumacho haut trotzdem noch seine Draufgängerattacke raus. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Erstmal heilen wir hier. Unser Knuffi-Wuffi. Sehr gut. Sehr gut. Mal erst um den Heiler kümmern. Dann haben wir jetzt Darumacho befreit. Hm. Oh, seriously. Hier auf das... Na dann auf das Bein.
So, alles zerplatzen lassen. Das passt auch so von den Yokai erstmal. Diese Massen an Zusatzerfahrung, die wir kriegen werden, ey. Das war so klar. Das war so klar. Ich heb mir die ganzen Ultis mal wieder auf dafür, wenn die Spinne auf den Boden leckt. So, jetzt erstmal Knuffi-Wuffi beseelt erstmal. Das ist sehr gut. Ja, dann mach ruhig. Ich guck zu. Hau drauf. Genau, schön die Beine kaputt machen. Ich kann leider nicht sehen, wie viele Lebenspunkte die noch haben. Alter, seriously? Lass mein Baby in Ruhe. Das ist so süß. Ha, es ist nie süß. La, 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 la. Das war so klar. Macho. Komm schon, mach den Fuß da kaputt jetzt. Haut raus, haut raus. Power, power. Elektroattacken bringen da nicht so viel. Das ist super. Oh, selbst mein Nuffi-Wuffi haut zu. Ja, teilweise daneben. Das hat doch richtig viel Schaden gemacht. Ja, halt den Hybrida. Ach Mann, ey, du blöde Potz. Mann. Blödes Vieh. Schneesturm bringt richtig was. Freund geben. Hier, dann heile ich nämlich mal ein bisschen hoch, was Knuffi, wofür ich hochheilen kann. Ja, mach ruhig Blitzlicht. Das bringt dem Hybridritter auch nichts. Der weicht einfach aus, Junge. La, 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 la. Der Kampf dauert voll lange. Ja, ruh dich ruhig aus. Gar kein Thema. Na du Macho, zeig jetzt mal. Hier kommt der Hybrid. Yes. Runtergefallen. Alles klar. Drehen, 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 drehen. Volle Power. So. Dann kann auch die Banyan hier seine Attacken raushauen. Wunderbar. Ja, Blitz bringt nicht ganz so viel, aber die Banyan bringt noch ein bisschen was. So, dann gehen wir jetzt auf das Team. Ich glaube, das hat vom Angriff her die meisten Attacken gegen die Spinne. Korrekt. Raus das Ding nicht, bin Seelen. Haut drauf. Nicht blocken. Haut drauf, Jungs und Mädels. Ja, genau. Wunderbar. So ist das gemeint. Bams! Volle Kanne. Rostina. Wundervoll. Oh, Pixel-Bitch. Du blöde Pixel-Bitch. Das war knapp. Meine Frostina bekommt jetzt das hier zum Momsen. Sehr gut. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Oh, seriously. Seriously? Der Kampf ist nicht mal schwer. Ich habe ja auch ein geiles Team. Sehr gut. Jetzt auf den da. Kannst du bitte darum Macho und Hybrida noch beseelen? Daneben. Knuffi-Wuffi? Naja, Knuffi-Wuffi haut lieber drauf, ne? Hoio! Okay, dann gehen wir mal kurz auch noch hier rauf. Sehr schön. Oh, wie sie Herzchen über den Kopf hat, weil sie es total mag. Ich glaube, ich setze hier mal die Ulti ein. Muskelkater. Nein, 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 nein. Eisige Dusche. Oh, die ist so süß. Sehr gut. Schön Schaden auf alles gemacht. Wischi, 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 wischi. Mach mal ein bisschen sauber hier. Das Massenbeseelen nervt einfach wie Sau, ey. Ah, oh, jetzt sehe ich auch noch mein Knuffi-Wuffi. Du blöde Kuh. Okay, wartet mal. Ich schmelze. Oh Gott, das macht auch noch... Nein, nein, nicht auch noch die Vernetzung. Naja, dann können wir die ja eigentlich fast abwarten.
Knuffi-Wuffi hat das gerade so ausgehalten, ne? Ulti-Seel von Knuffi-Wuffi ist jetzt wichtig. Kann das schneller gehen, bitte? Alter. Knuffi-Wuffi, kriegst du das noch hin? Kriegst du das noch hin? Komm schon. Oh, wie süß. Exzellent. Na komm. Reinigen von Knuffi-Wuffi. Komm mal, wir haben es doch gleich. So. Jawohl, wir haben es. Alles klar? Dann gehen wir hier auf dieses Team. Komm schon, Darumacho. Finish him. Fatality. Yes. Da kommt sogar der Krankenwagen. Oh, jeez. Oh, El Macho. Oh, El Macho, Macho. Wie das Feuer aus den Augen sprüht. Und Frostina so, Arigato. Arigato. Domo arigato. Süß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ui. Ui. Heiliger. Puh, das war echt knapp. Dieser Yokai, was war das für einer? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich kann nicht mehr Informationen zu ihm finden. Möglicherweise war es ein Yokai aus dem Ausland. Vielleicht hat er Nathan hierher gebracht, weil er sich einsam gefühlt hat. Du meinst, er wollte nur einen Freund? Hä? Wo bin ich? Das Klo. Wie bin ich denn hierher gekommen? Nathan! Hanni, was machst du denn auf dem Jungenklo? Hey, hast du auch so eine komische Stimme gehört und warst auf einmal hier? Ja, genau, ja, ich glaube schon, hahaha. Wo sind Bär und Freddy hin? Die warten oben auf dem Dach auf uns, komm schon. Worauf du dich verlassen kannst. Also diese vielen mir unbekannten Yokai machen mir langsam Sorgen. Etwas Großes steht bevor. Oh oh. Jo, ich griff alle auf dem Dach. Kann ich bitte vorerst mal heilen gehen? Ich mag mein Team übrigens so, wie es jetzt ist, total ultra mega gerne. Ich finde das richtig großartig. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Yokai Watch. Danke fürs Zuschauen, eure Kommentare, eure Bewertungen, eure Likes, eure Favos. Bis dahin, wir singen!